Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Jedes Jahr, Ende Januar, Anfang Februar, zieht es uns nach Nürnberg, denn dort findet die Spielwarenmesse statt. Wir gehen in die Halle 4a, denn dort gibt es alles, was das Herz der Modellbahner begehrt. Und wir zeigen Ihnen die interessantesten und schönsten Neuheiten. Leuchttürme, Lokomotiven, Lichter, Loren, Leute. Impressionen von der Nürnberger Spielwarenmesse 2014. Wir beginnen unseren Messerundgang mit der großen Spur. KM1 aus Lauingen an der Donau steht für hochwertige Spur-1-Modelle mit Dampf und Geräuschen. Das beeindruckt vor allem die älteren Modellbahnfans. Vorgestellt wurde auch das Handmuster der E32, das den Einstieg von KM1 in die E-Lok signalisiert. Das Original war bis Anfang der 70er Jahre im Einsatz. Im Endeffekt ist die Nachbildung der Funktionen, wie es im Original war, eigentlich die große Herausforderung. Deswegen haben wir ja schon vor Jahren mit unserem Dampf, mit unserer Dampfpfeife versucht, den Modellen ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Dieser Dampfkran hat den Firmenchef schon als Kind begeistert. Die Geschichte ist eigentlich die, dass ich als Kind früher von Fleischmann einen 90-Tonnen-Artl-Dampfkran hatte, den ich sehr geliebt habe, auch privat schon während meiner Kindheit. Und gehütet wie ein Augapfel. Und es war schon seit Jahren ein Wunsch, auch von mir persönlich, so ein Funktionsmodell mit einem großen sechsachsigen Dampfkran in Spur 1 umzusetzen. Und dieser Wunsch geht in Erfüllung, doch erst 2015 als limitierte Edition. Französisches Lebensgefühl vermittelt das Atelier Belle Époque. Zum Beispiel mit Käse im Maßstab H0. Man kommt sich vor wie auf einem Flohmarkt, wenn man die kleinen Gegenstände von Monsieur Kine anschaut. Oder in Gedanken ins Café geht. Das Café am Laser haben wir allein in Frankreich rund 3000 Mal verkauft. Einige auch nach Italien. In Deutschland ist die Nachfrage ganz gut. Erstaunlicherweise vor allem als H0-Modell. Wir verkaufen vor allem Accessoires, also Zubehör und Deko nach Deutschland. Das gibt es dort kaum. So zum Beispiel Tische, Bänke, Stühle, Karren, Pferdewagen und so weiter. Soweit ist die Dampflok der Baureihe 50 bei Lenz gediehen. Der nackte Kessel und das Fahrwerk aus Zinkspritzguss sind bereits fertig. Und zum Jahresende wird sie lieferbar sein. Was ist das Besondere an dieser Maschine? Also alles lasse ich jetzt nicht raus. Erstens wird sie vorbildlich maßstäblich. Das ist ganz ungewöhnlich, denn es betrifft auch der Abstand Loktender. Und der wird aber so gestaltet, dass das übliche Gefriemel, um Leitungsverbindungen herzustellen, passé ist. Der Kunde schiebt die beiden Einheiten zusammen wie zwei Waken und hat damit auch alle elektrischen Verbindungen hergestellt. Neu auch diese beiden KÖVs in H0. Und die Lollo. Der abgerundete Fahrzeugkopf brachte der V160 diesen Spitznamen ein. Und Lenz hat noch eine Neuigkeit zu verkünden. Wir hatten das ganz große Vergnügen, im letzten Jahr ein neues Firmengebäude zu beziehen, wo wir die Serviceabteilung in der Fläche vervierfacht haben, wo wir dann auch schneller beliefern können. Und mit dem Neubau kehrt auch die Endmontage aus China nach Deutschland zurück. Keinen Stand auf der Spielwarenmesse hat das Ehepaar Luft. Ihr neuestes Modell präsentieren sie aus der Tasche.
Jedes Jahr ein ausgefallenes Gebäude oder eine Landschaft. In diesem Jahr handelt es sich um eine Felsenmühle. Die gibt es tatsächlich in echt, in der Nähe der Regensteinburg. Wir waren vor ungefähr 10 Jahren mal im Harz im Urlaub und haben dann die Burgruine angeschaut. Und auf der Rückseite in den Felsen steht diese Mühle. Das Modell gibt es im Maßstab H0 und 0. Fertig bemalt oder zum selber anmalen. Zum Vergleich sind hier die Figuren beider Maßstäbe auf Vorder- und Rückseite zu sehen. Die Straßenmeisterei ist im Einsatz. Das ist eines von 3 Themen in diesem Jahr bei Busch in Pfirnheim. Hauptartikel ist dabei der neue Mercedes-Benz Unimog, den wir in verschiedenen Ausführungen haben, bis hin zu einem Mulag-Mähwerk, wo ich sag mal, an 2 voll beweglichen Armen diese Mähwerke dran sind. Und man alle Stellungen wie in Wirklichkeiten zum Mähen an der Leitplanke vor und hinter der Leitplanke nachstellen kann. Zweites Thema ist der Wildpark mit Käfigen, Gehegen, Tieren und Aussichtsplattform, die alle auch einzeln zu kaufen sind. Das dritte Thema hat mit dem Klassiker von Busch zu tun, der Feldbahn. Sie transportiert Holz, Zelluloseballen und Papierrollen innerhalb einer Papierfabrik der Gründerzeit. Das Fachwerkfabrikgebäude aus Stahl und Backstein ist auch im Modell aus unterschiedlichen Materialien konstruiert. Wenn wir Lasercut machen, heißt es bei uns nicht, dass wir irgendwelche Papier- oder Kartonmodelle bauen, sondern wir sagen, wenn es ein Holzgebäude ist, dann nehmen wir Lasercut-Technik zur Herstellung, aber wir verwenden dann Originalholz, was dann auch wieder gebeizt wird, farblich entsprechend behandelt wird. Durch diese Kombination der unterschiedlichen Materialien werden eigentlich die Gebäude viel realistischer, als wenn man nur Kunststoffspritzguss verwendet. Verschiedene Materialien und Techniken. Eine gute Idee, damit es noch realistischer wird auf der Modellbahn. Der Dom St. Peter zu Worms. Ein Hingucker bei Heki Kittler. Gebaut von einem Modellbaumeister. 1300 Stunden Arbeit stecken in diesem Bauwerk. Und was für Tricks hat der Meister? Diese ganzen Durchgänge, die sie oben gebaut haben, die sind sehr schwierig zu bauen, weil sie immer wieder Unterbrechung haben und das Material also sehr empfindlich machen. Bei diesen feinen Teilen habe ich dann von hinten Zahnstocher gelegt hinter den Säulen und dadurch ist das dann auch ein bisschen fester geworden. Neu bei Heki, dem Landschaftsgestalter, sind südländische Bäume. Und wie werden diese Bäume fabriziert? Bei uns ist ja alles, sagen wir mal, zu 90% Handarbeit. Sie sind also individuell hergestellt. Es sind zwar maschinell gespritzte Rohlinge, die dann aber von Hand zusammengefügt werden. Also jeder Baum hat seine eigene Form. Es sieht nicht einer wie der andere aus. Und das ist ja auch der große Vorteil. So ist es ja auch in der Natur. Die Bäume gibt es fertig. Oder man kann sie mit dem sogenannten Blätterflor selber basteln. In 2 neuen Farben. Das ist das Weidengrün. Das ist ein Material, das zieht man dann auseinander. Ja. Das kann ich stretchen. Und dann lege ich das eben über die Bäume hier drüber, über die Baumrohlinge. Und dann kann ich mir eben solche Bäume selbst gestalten. Auch Gebäude oder Mauern werden auf diese Weise natürlicher. Bremsschuhe in allen Größen, von Spur N bis Spur 1. Das Team von Weinert baut Loks, Waggons, Signale und hochwertige Gleise. Diese Weiche hat jetzt sogar einen Servoantrieb bekommen, der die Weichenzunge materialschonend mit einem Zahnrad stellt, anstelle mit einem Hebel.
Wir haben unsere Weichen, die wir in 1:6 haben, dieses Jahr verkürzt, weil die Modellbahner uns viele geschrieben haben, Herr Weinert, Ihre Weichen sind toll, aber macht eine Modellbahnweiche. Ich habe keine Turnhalle. Aus der Baureihe 38 in H0 wird eine Wendezuglok. Denn mangels Drehscheibe im Bahnbetrieb mussten die Dampfloks oft auch rückwärts fahren. Beim Vorbild und beim Modell. Gras in zig Variationen ist eine der Stärken von Noch aus dem Allgäu. Neu ist die Grasmatte, Typ Sommerwiese. Bei den Figuren blitzt es in diesem Jahr. Radarfallen stehen auf der Neuheitenliste. Diese Rockbühne wird im November in den Handel kommen. Limitiert auf 1000 Exemplare. Wir versuchen da von diesem Image als Zubehör zur Modellbahn ein bisschen wegzukommen und diese Landschaftsbauthematik als eigenständiges Hobby in seinen Facetten hier einfach darzustellen. Lavendel- und Olivenbäume sind neue Facetten im Modellbau. Ebenso wie bei Heki wird man bei Noch auf der Suche nach Innovationen in der mediterranen Welt fündig. Unsere Exportmanagerin war eigentlich diejenige, die seit ein paar Jahren immer mal wieder Lavendel- und Olivenbäume fordert. Und wir haben jetzt dieses Jahr gesagt, ja komm, jetzt wagen wir das halt mal und machen mal so ein Thema. Und noch ein Thema, das es bislang im Modellbau kaum gab. Graue Bahnmauern, wie man sie an den Bahntrassen großer Städte sieht. Noch fertigt sie jetzt im Maßstab 1:87. Für den perfekten Winter gibt es nun Eiszapfen aus der Tube. Und für noch echteres Eis die Eiskristallpaste. Winter ist ein Thema in der Modellbaubranche geworden. Ich war offen gestanden Skeptiker von dem ganzen Schneeprogramm, als das bei uns entwickelt wurde, weil ich gesagt habe, Schnee, wir brauchten sowas. Der Verkaufserfolg gibt dem aber recht. Da habe ich mich Gott sei Dank geirrt in diesem Fall. Die verkaufen sich richtig gut, die Produkte. Das schwäbische Familienunternehmen Prava produziert Modelle schon in der dritten Generation. Neuheiten: die silberne Trax Diesel-Lok der Baureihe 245 und die Trax E-Lok 185-2 in Schwarz. Sehr edel. Ganz besonders stolz ist man auf die neue Gravita. Die Gravita Diesel-Lok, die ist uns wirklich super gelungen. Ist auch schon ausgeliefert. Ein paar Digitalversionen kommen jetzt dann noch in den Handel. Ist ein modernes Fahrzeug mit tollen Details, die es vielleicht auch noch nicht gegeben hat. Wie geätzten Lüftergittern oder funktionsfähigen Lüftern. Also es ist keine glatte Oberfläche, sodass wir uns als Brava da natürlich auch schön abheben können. Und ist einfach ein schönes Produkt. Man sieht es an sehr vielen Bahnhöfen bereits stehen. Gravita ist die neue Rangierlok von Voith, von der seit 6 Jahren einige Exemplare auf internationalen Gleisen fahren. Es hat schon eine Weile gedauert, weil wir ja die Produktion vom Original mitbegleitet haben, sodass wir da natürlich einen längeren Zeitraum für die Entwicklung benötigt haben als bei einer historischen Lokomotive, die ja vielleicht im Original schon gar nicht mehr existiert. Die ersten Modelle sind bereits im Handel. Weitere 5 Varianten folgen in diesem Jahr. Auch traurige Neuigkeiten gibt es zu vermelden. Der Firmenchef von Regner Dampftechnik starb im September 2013 völlig unerwartet im Alter von 64 Jahren. Manfred Regner war einer der Pioniere im Dampfmodellbau. Noch von ihm konstruiert wurde die Zahnraddampflok Georg, nach dem Vorbild der ältesten dampfbetriebenen Zahnradbahn Europas, der Aachenseebahn. Diese Lok mit Echtdampf gibt es im Maßstab 1:22,5 als Bausatz. Am Aachensee fahren übrigens noch alle 4 Dampfloks seit 1889. Und auch die Firma Regner wird es weitergeben. Bei Märklin schaut man optimistisch in die Zukunft. Im vergangenen Jahr wurde die Traditionsfirma von der Simba-Dicky-Gruppe übernommen.
Die stellt auch den neuen, jungen Geschäftsführer, Florian Sieber. Wir haben Märklin nicht gekauft, wie es vielleicht ein Finanzinvestor macht, um das nach 3 oder 4 Jahren gewinnbringend weiter zu veräußern. Sondern wir haben wirklich Märklin gekauft, weil wir überzeugt waren von den Mitarbeitern und von den Produkten und von der Marke. Und als wir das erste Mal gesehen haben in Göppingen und Ungarn, wie ein Modelleisenbahn produziert wird und was da dahinter steht, wie viel Liebe und wie viel Arbeit da reingesteckt wird in die Produktionen. Wir mussten uns sogar in der Begeisterung noch zurückhalten. Da ging es ja noch um den Kaufpreis, um Verhandlungen natürlich. Neuheit in diesem Jahr sind kleine Displays in den Zügen. Darauf sieht man Fahrgäste aus- und einsteigen. Eine echte Innovation aus der Ideenschmiede von Technikgeschäftsführer Wolfrat Bächle. Und worin sieht Florian Sieber seine Aufgabe? Ich bin froh, dass ich mich dann in meinen Aufgaben stärker auf Marketingthemen fokussieren kann, auf ja, sicherlich auch den Vertrieb und auf PR-Themen. Und da werden wir auch in der Zukunft vieles tun, gerade auch was unseren Online-Bereich betrifft. Den haben wir auch ein bisschen vernachlässigt über die letzten Jahre. Und das ist jetzt nach der Messe der Hauptfokus, was wir angehen möchten, dass wir das komplett modernisieren. Vor einigen Jahren wurde für die ganz Kleinen My World eingeführt. Florian Sieber hat nun mit Start-up eine neue Linie kreiert. Damit sollen Schulkinder und Wiedereinsteiger gewonnen werden. Märklin will also verstärkt in die Breite gehen. Als neues, hochwertiges Modell wurde mit der NoHub eine legendäre Diesellok vorgestellt. Und für die Märklin-Club-Mitglieder diese E-Lok der Baureihe 93, die es ebenso von der Marke Trix gibt. Für die Spur-Z-Liebhaber baut Märklin mit der Baureihe 64 eine Lok mit komplettem Gestänge. Im Gartenbahnbereich LGB setzt man auf den Triebwagen Allegra von der Rätischen Bahn. Industriearchitektur vom Feinsten bietet Auhagen an. Nach Kleinteilen und Zubehör hatten Modellbauer schon lange gefragt. Die Hauptneuheit in H0 ist unser Dampfhammer. Solche kleinen Teile haben noch gefehlt im Sortiment von Auhagen. Was ist so schwierig in der Herstellung dieser kleinen Rollwagen, Gabelstapler oder Förderbänder? Die Filigranität, das auch wirklich so dann im Werkzeug hinzubekommen, dass das realistisch aussieht. Dass das also nicht nur, ich sag mal, ein Klumpen Kunststoff ist, sondern also Details sichtbar sind. Und das ist doch sehr aufwendig. Ausgebaut wurde auch der Sektor Feldbahn. Mit dekorativen Loren und Loks bis hin zum Mann mit der Kreissäge. Schlicht, aber praktisch, diese Blechträgerbrücke. Durch die vorgegebenen Bruchkanten lassen sich die Flügelmauern der Landschaft einfach anpassen. Ja, erstens war es mal dringend notwendig, Ausstattung auch zu machen, um die Sache rund zu machen. Und zweitens, solche Dinge kann man auch immer noch nachrüsten. Ein Gebäude, da fehlt oft der Platz. Aber um das alles noch interessanter zu machen, einer Anlage, einem Dioram mehr Leben einzuhauchen, kann man sowas immer noch unterbringen. Gruseliges bei Preiser. Vampire. Und Politiker im Maßstab 1:10. Das Spitzentrio der GroKo. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich auch was Neues, wo man sich nicht gruseln muss, Herr Preiser? Wir haben gerade für Spur 0 auch neues Lokpersonal. Auch in Spur G haben wir neues Lokpersonal. Das ist also hier wieder sehr bahnnahe Themen im Vordergrund stehen. Lokführer und Heizer in verschiedenen Positionen bei der Arbeit für die Gartenbahnfreunde. Ebenfalls neu im Angebot, Gepäck und Reisende. Und für den Biergarten in H0 ein Sortiment von 72 sitzenden Personen zum selber bemalen. Alternativ zum Biergarten gibt's gegen den Durst einen Getränkemarkt. Baywatch auf der Modellbahnanlage.
Preiser lässt seine Figuren in diesem Jahr buchstäblich baden gehen. Alles, was sie im Prinzip am See sich vorstellen können, was sie an Freizeitbetätigung dort finden, also Segeln, Tretbootfahren, Rudern, Angeln, Sonnenbaden, vor dem Segeln, wenn sie am Beladen sind, ihre Schwimmwesten anziehen. Wir haben sie beim Abtaging, wenn sie also das Segel einpacken. Wir schauen uns hier um in Nürnberg auf der Messe. Wir besuchen Firmen, wir zeigen Neuigkeiten und wir stellen die Frage, wo fährt der Zug hin? Was für Innovationen gibt es und was für Trends? Die Trend geht in Richtung mehr und mehr Detaillierung, zum Beispiel Wagen mit Triebwagen mit Beleuchtung, technische Ausstattung. Was auffällt, ist die unglaublich hohe Anzahl an Neuheiten, die hier präsentiert werden. Wir hören das auch von Händlerseite immer wieder, dass das Thema fast schon zu große Anzahl an Farbbeschriftungsvarianten langsam überhand nimmt. Wir müssen damit leben, dass wir aus der Jugend es schwer haben, neue Kunden zu gewinnen und dass wir weniger Kunden haben. Die Messe hat nicht mehr ganz so die Bedeutung, wie sie vielleicht vor Jahren hatte. Viele Neuheitenankündigungen sind schon im Internet publiziert worden. Ich habe das Gefühl oder aufgrund unserer Zahlen, dass es im Moment wieder vorwärts geht. Mit Sicherheit auch durch die neue Eigentümerstruktur auch vom Marktführer Märklin oder Branchenführer Märklin Impulse zu erwarten sind oder eigentlich auch schon kommen, sodass vielleicht die ganze Branche wieder ein bisschen positiv in die Zukunft sehen kann. Die Wirtschaft läuft besser. Das letzte Jahr war für uns besser als das Jahr zuvor. Und dieses Jahr wird noch besser. Wir haben uns die ganzen Jahre sehr auf unser Bauchgefühl verlassen und das hat uns nie enttäuscht und das machen wir auch weiterhin so. Der Kartoffelkäfer, so heißt diese Noha-Block in Luxemburg. Und aus Norwegen kommt jetzt auch ein Modell dazu. Hier ist die belgische Variante mit 5 Lampen. Wir machen die mit 3 Frontlampen, mit 2 Frontlampen. Und wir machen das auch mit der dynamischen Bremse, das nie früher gemacht war. Holz ist typisch für Norwegen. Deshalb bringt NMJ einen Rungengüterwaggon heraus, inklusive Ladegut. Die haben auf alle Detaillierungen unten, sodass man die umdrehen kann. Man kann die Bremsausstattung sehen und wie es richtig gemacht ist. Sogar Federpuffer haben diese Waggons. Ein schönes Detail. Wenn auch im normalen Fahrbetrieb unnötig. Diese Postkarte schreiben die Norweger am liebsten. From Hell. Aus der Hölle. Wobei Hell im Norwegischen lediglich Ebene bedeutet und einen schönen alten Bahnhof hat. Von Henry Dreyfus, einem der berühmtesten Produktdesigner der 30er Jahre, wurde diese Schnellzugdampflok in Stromlinienform gestaltet, die sogenannte J-Class. Die J-Class-Lok von Norfolk and Western war in den USA sehr beliebt. Auch das Original soll in den USA nun wieder aufgearbeitet werden. Paradestück von Mike's Trainhouse ist diese Dampflokomotive der Baureihe 44 in Spur 0, die Mike neu herausgebracht hat. Die Durchsicht haben wir viel besser als beim ersten Modell hingekriegt. Von Europa lernen wir eine Menge. Und wir haben Wolfgang Stein gewonnen. 13 Jahre lang hat er beim Märklin gearbeitet. Das ist die erste Lok, die er von Anfang bis Ende gestaltet hat. Auf den präzisen Abstand von Führerhaus und Tender wurde besonders geachtet. In den USA ist der Abstand egal, aber in Europa ist das wichtig. Deshalb haben wir einen engen Kuppelmechanismus erfunden. Sowas lernen wir von Europa. Europäisches Know-how also für den amerikanischen Modellbautraum. Und mittendrin Mike der Spieler. Seilbahnen in allen Variationen und mit Sound stellt Jägerndorfer in Österreich her.
Wir wollen auf der einen Seite die Modellbahn Bahn- und Bauwelt mit Modellen im Maßstab H0 und N für die Eisenbahn und im Zubehör erfreuen und weiters auch im Maßstab 1:32, wo wir ein komplettes Spielprogramm auch Seilbahnen, Umlaufbahnen, Pendelbahnen, Pistenraupen, Snowmobile, all das, was man eben in den alpinen Szenen auch in Wirklichkeit sehen kann. Pistenspielzeug und österreichische Lokomotiven, wie hier die 1063, sind neu bei Jägerndorfer. Zum Wagner-Jubiläumsjahr gibt es eine Sonderedition der Taurus. Der Leuchtturm Ostellenbogen auf Sylt. Das ist eine Neuheit aus Polen. Stangl Modellbau stellte in Nürnberg das Handmuster vor. Ein Prachtstück. Neue ist Hafen, neue ist Lichtturm, neue ist Stahlgebäude und ein paar Wolfgangshof. Das ist auch interessant, das Spur-0-Modell. Und große Programm, kleine Teile für Inneneinrichtung. Die Modellbauer aus Girsch bei Lodz bedienen nicht nur die Anlagenfans, sie stellen auch Architektur- und Maschinenmodelle her, zum Beispiel für Museen. 120 Modelle bietet Stangl für die Modellbahn an, in den Größen H0, 0 und 1. Bereits seit 20 Jahren kommt die polnische Firma nach Nürnberg und sie hat schon mit allen Materialien gearbeitet. Keramikgips, später Resin, später Geätzte aus Messingblech. Jetzt alle Modelle, wir umtauschen diese alte Produktion und neue umtauschen nur für Karton. Nicht aus Karton ist dieser weihnachtliche Bahnhof, auch nicht aus Kunststoff, sondern aus polnischem Lebkuchen. Und das ausgerechnet in der Lebkuchenstadt Nürnberg. Ein gelungener Marketing-Gag. Grüezi miteinander. Der Welt der Straßenbahnen hat sich Navemo verschrieben. Alte, neue, ausgediente und moderne Straßenbahnen aus der ganzen Schweiz stellen zwei Männer und eine Frau im Nebenjob her. Die Neuheit schließt jetzt die Lücke 1942 bis 1995 und ist der Schweizer Standard-Vierachserwagen. Das Tram, so sagt man in der Schweiz. Hier die Züricher Ausführung. Auch von dem grünen Berner Tram wird es ein Modell geben. Jede Stadt hat ihre Idee, ihre Verwirklichung, ihre Möglichkeiten, ihre Wünsche angebracht. Und zuletzt hat man wohl vier Achsen. Aber Türen, Fenster, Dachaufbau sind so individuell wie die Schweizer Städte. Nicht nur Trams, auch Schiffe fahren in der Schweiz umeinander. 1998 gab es diese Titanic-Sondertram. Tschüss zusammen. Auf Wiederluege. Liebe Zuschauer, unser Messerundgang geht schon wieder zu Ende. Und ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken, denn wir produzieren noch eine zweite Folge. Das war's von dieser Stelle aus. Bis denn und tschüss.